Erinnert ihr euch noch an die Hetzjagd gegen Ungeimpfte? Der Fall Joshua Kimmich, der Bayern-Profi, gegen den eine Hetze stattfand bundesweit, die unbegreiflich war. In den Medien hörte man kaum etwas anderes. Karl Lauterbach hat selber gesagt, er sei bereit, den zu impfen. Auch andere haben solche fast schon sadistisch anmutenden Aussagen gemacht. Und was war das Verbrechen von Joshua Kimmich? Er hat gesagt, dass er Angst vor Impfnebenwirkungen hat. Heute sind diese Impfnebenwirkungen bekannt. Auch Lauterbach selber musste das zugeben. Und diese ganze Hetze, die mich so aufregt, dass ich gleich mit dem Fuß gegen das Stativ getreten habe, die ist bis heute unaufgearbeitet. Niemand hat sich bis heute entschuldigt, aber die gute Nachricht, es tut sich etwas. In der Welt war jetzt gerade ein großer Artikel von Jakob Heiner und er rechnet da auf unglaubliche Art und Weise mit diesem ganzen Irrsinn ab. Unfassbar, was er da noch einmal alles bringt, an was er da alles erinnert. Ich habe auch einen großen Artikel dazu auf meiner Seite heute. Und es ist ja tatsächlich nachweisbar, dass damals Lauterbach gelogen hat. Schauen wir uns an, was er damals etwa sagte. Bei Anne Will sprach er davon, die Impfung sei mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Er hat auch zweimal auf Tweets Ähnliches behauptet. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, na ja, das sei eben ein bisschen missverständlich geworden und die Tweets, es waren Übertreibungen in missglückten Tweets. Mehrfach. Der Bundesgesundheitsminister, der für all das verantwortlich ist, der stellt sich hin, lügt, sagt Sachen, wo damals schon Mediziner alle gesagt haben, das geht so nicht. Und jetzt sagt er, na ja, das waren Übertreibungen. Und die ganzen Impfhetzer, die mit ihm im Team waren. Das sind unglaubliche Geschichten, was es da alles gibt. Man kann das wirklich gar nicht fassen. Nur ein Beispiel ist der, wenn ich es jetzt hier finde, das ist die Melanie Brinkmann, die gesagt hat, sie könne sich ja zur Verfügung stellen, dass sie Kimmich die Hand gibt, wenn er das braucht. Und das Sicherheitsprofil der Impfungen ist fanatisch, sagte Melanie Brinkmann. Der Soziologe Harald Welzer sagte, Langzeitwirkungen gibt es schlicht nicht. Und jemand, der den Ball tritt, der muss nicht die halbe Welt mit seinen Irrtümern belehren. Die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat, Alena Buiks, die sagte, dass es Langzeitfolgen nicht gibt. Die Vorsitzende des Ethikrates, das ist so krass, das ist so unglaublich. Und sie sagte dann auch noch, wir wissen alles über die Sicherheit. Und das Impfen sei eine moralische Pflicht, sagte die Ethikrat-Vorsitzende, gegen die Gefahr. Und die Ungeimpften, die müssten noch mehr mit Maßnahmen überzogen werden. Das sagt die Vorsitzende des Ethikrates. Und die hat sich bis heute nicht entschuldigt, genauso wie Lauterbach und all die anderen. Noch ein paar Beispiele. Der Bürgermeister von Bremen, Bovenschulte, der sagte, wir müssen boostern, bis die Nadeln glühen. Ein anderer sagte, klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbare Nachteile haben. Und in gewisser Weise kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten. Das war der Soziologe Heinz Bude. Und die Liste ist lang. Die Emily Fester, diese hysterische Bundestagsabgeordnete von den Grünen Mitte 20, die sagt, es sei ein minimalinvasiver Eingriff und keine Impfpflichtung ist eine Zumutung. Der kleine Pieks, der ist doch völlig unschädlich. Der Ökonom Armin Falk von der Leopoldina, wo auch Merkels Mann war, die stramm Männchen gemacht hat während der ganzen Pandemie, der sagte, Klappe halten, impfen lassen. Und Sascha Lobo, einer der lautesten im Team Lauterbach, der sagte, es sei ein weinerlicher Wellnesswiderstand und nachweislich seien viele Tote auf dem Konto von Pflegekräften, die sich aus Bockigkeit nicht haben impfen lassen. Keinerlei Nachweis dafür, dass dadurch Menschen gestorben sind. Es ist so hanebüchen
Büchen das Ganze. Und all diese Leute, die sind jetzt heute erschreckend leise und drängen sich aber furchtbar auf, wenn sie jemand an all das erinnert. Ich habe hier nochmal einen Netzfund gemacht, den ich hier einstelle über die krassesten Aussagen. Es ist, also mir stellen sich heute noch die kurzen Haare zu Berge. Voila. Macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Ja, unfassbar. Und das ist wirklich gruselig, dass wir hier nichts aus der Geschichte gelernt haben, denn genau diese Ausgrenzung, das ist das, was man eben als Lektion aus der Geschichte hätte lernen müssen, dass wir das nicht mehr machen dürfen. Und was ist stattdessen passiert in Buchenwald, der KZ-Gedenkstätte bei Weimar? Da hat man dann in die Ausstellung über Diskriminierung hat man nur noch Leute mit 2G gelassen. Es ist wirklich, die Gesellschaft ist gekippt damals und man hat Live-Geschichtsunterricht erlebt. Man konnte sich da vorstellen, wie es in früheren Zeiten gewesen sein muss, wie der Verstand ausgeschaltet wird, wie Minderheiten gehetzt werden, wie sie delegitimiert werden, wie man sie diskriminiert und völlig verrückt. Einer der lautstarksten Befürworter der ganzen Impfkampagnen, ein Psychiater, Bestsellerautor, mir fällt jetzt der Name nicht ein, das ist auch ganz gut. Ich weiß von Leuten, die mit Talkshows zu tun haben, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken, wie schwierig der ist. Der ist in einer Talkshow bei Bild einfach in der Mitte abgedüst, weil er Widerspruch nicht ausgehalten hat. Und auch jetzt stellen sich ja Leute einfach hin. In einer Talkshow habe ich das auch gesehen. Es gab keine Diskriminierung. Das war bei Servus TV. Die Vorsitzende der österreichischen Grünen, die frühere, die sagte einfach, es gab das nicht. Also wir erleben wirklich Geschichtsunterricht live. Und die Gräben in der Gesellschaft sind so tief. Diese Spaltung ging durch Familien, durch Arbeitskollektive, durch Freundschaften. Und der Riss ist so gewaltig, wenn es keine Aufarbeitung gibt. Wenn wir hier nicht abklären, was da passiert ist, wenn die Verantwortlichen nicht in einer sauberen, juristischen und rechtsstaatlichen Weise zur Rechenschaft gezogen werden, dann lassen sich diese massiven Risse in der Gesellschaft nicht mehr zuschütten. Und Karl Lauterbach ist in meinen Augen eine Zumutung in dieser Position und auch in dem Artikel steht das wunderbar. Der versucht sich jetzt, genauso wie er früher an der Spitze derjenigen war, die hier Corona-Panik geschürt haben, Oskar Lafontaine hat ihn ja als Corona-Heulboje bezeichnet, genauso versucht er jetzt, sich an die Spitze der anderen zu stellen.
nach dem Motto, haltet den Dieb, was ja im Normalfall der Dieb schreit. Und das darf nicht passieren. Wir brauchen Aufarbeitung und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und Sie sehen, das Thema nimmt mich emotional so mit, dass ich schon wieder gegen das Stativ stoße. Kann bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht passieren. Wir haben ja eine Riesenmannschaft. Danke fürs Reinschauen. Abonnieren, Glocke hier unten aktivieren, dann kommt immer eine Nachricht, wenn es was Neues gibt. Im Unterstützershop vorbeischauen, hier zum Beispiel diese T-Shirts. Und wer es sich leisten kann, wenn der unterstützt, dann freue ich mich ganz besonders, wenn wir keine GZ-Milliarden bekommen, weil wir nicht Werbemillionen von der Regierung bekommen und auch nicht einen Milliardär im Rücken haben, wie gewisse andere Kollegen. Alles Gute, danke fürs Reinschauen. Macht's gut, ciao, tschüss. Ja, und ein kurzes Backstage noch. Unglaublich die Geschichte von Matthias Brückmann. Schaut auf meiner Seite, der Kollege, den ich aus Moskau noch ganz gut kenne, der jahrelang bei der SPD aktiv war, sogar einen Funktionärsposten hatte und dort dann oft mit Bart auftrat und den Namen leicht geändert hat, also ein regelrechtes Doppelleben. Und jetzt kommt's, man sagt, na ja, der war ja, das ist ja gar nicht so schlimm, der war ja Auslandskorrespondent, der hat so gut wie nicht über das Inland berichtet, was auch nicht stimmt, weil er auch manchmal über die SPD berichtete, aber, und jetzt wird's spannend, laut Bundespressekonferenzsatzung dürfen dort nur Parlamentskorrespondenten sein, die weit überwiegend über Bundespolitik berichten. Und bei Matthias Brückmann ist es so, der war immer internationaler Korrespondent, steht auch so im Impressum, berichtet nicht weit überwiegend über Bundespolitik, braucht man nur mal seine Artikel schauen und es kümmert kein Schwein in diesem verlogenen, heuchlerischen Verein, genauso wie es dort andere Mitglieder gibt, die ich kenne aus Fokuszeiten und anderswo, die noch nie Parlamentskorrespondenten waren, die nie überwiegend über Bundespolitik geschrieben haben und die nur in der Bundespressekonferenz sind, weil es prestigeträchtig ist und weil man dann auf dem Bundespresseball kann. Und es kümmert dort in dieser verlogenen Runde niemanden, solange die nicht kritisch sind. Und bei mir hat man dann den Wohnsitz, hat man zum Ausschlusskriterium gemacht, wo andere viele Stunden Autofahrt von Berlin entfernt sind, wo das nie jemand interessiert haben. Eines der aktivsten Mitglieder schließt man aus, weil er den falschen Wohnsitz hat. Und umgekehrt bei Henrik M. Broder hat man gesagt, der Broder ist kein Parlamentskorrespondent, berichtet nicht weit überwiegend über Bundespolitik und ihn drum nicht aufgenommen, während es bei den anderen, bei Fake-Journalisten hätte ich jetzt fast gesagt, also bei solchen mit Doppelleben, die brav in der SPD sind, da kümmert es niemand mehr. Also wenn Doppelmoral stinken würde, dann wäre Berlin unbewohnbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das ist eine Schande. Und die in der Bundespressekonferenz, die sollten sich wirklich an die eigene Nase fassen. Und ich werde jetzt auspacken, habe ich ja schon öfter angekündigt, aber ich mache es jetzt in einem neuen Buch, das ich für die Achse des Guten schreibe. Und da kommen die ganzen unappetitlichen Geschichten aus dem Hintergrund, weil ich finde, die müssen öffentlich werden. Als Mitglied durfte ich das nicht öffentlich machen, auch solange ich noch die Hoffnung hatte, zurückzukommen. Aber jetzt muss das einfach mal nach außen. Und eigentlich bleibt diesem Verein, wenn hier endlich mal diese Doppelmoral implodiert, dem bleibt eigentlich nur noch die Selbstauflösung, weil hier, das ist eigentlich nicht mehr rettbar, was die hier an Schaden angerichtet haben und wie die ursprünglich wunderbare Idee des Vereins pervertiert haben. Ursprünglich sollte der ja dafür sorgen, dass die Journalisten selber Gastgeber sind, damit die Regierung nicht ungeliebte Journalisten ausladen kann. Und was machen sie? Sie machen den Vorfilter für die Regierung. Das ist eine Castingshow für angehende Regierungssprecher. Es ist eine Schande. Sorry, dass ich mich ein bisschen hier in Rage geredet habe, aber da werde ich emotional, weil ich habe ein ziemlich starkes Gerechtigkeitsempfinden und was da getan wird. Diese Heuchelei, diese Scheinheiligkeit, diese Schleimerei, das kotzt mich einfach an und ich denke, viele von euch auch. Und diese Veranstaltung ist wirklich nur noch dazu da, dass man ein Schaulaufen von Journalisten vor der Regierung macht und die sich dann auswählen können, wen sie neu rüberholen. Unschön, unschön, unschön. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Alles Gute, danke, ciao.